Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Next Game Podcast. Heute begrüßen wir alle Horrorfans da draußen, denn wir werden über Survival Games im Wandel der Zeit reden. Mit dabei sind heute Melanie. Resident Evil. Den ihr gerade schon gehört habt, den Dominik. Ja, hallo. Und meine Wenigkeit. Die meiste Erfahrung in Survival Games, wo Melanie hat, übergebe ich dann auch gleich mal direkt an sie, denn die kann uns da wunderbar ein bisschen was zu erzählen. Ja. Melanie, ja, dann fang doch einfach mal an, wie das Ganze bei dir irgendwie angefangen hat. Ja, bei mir hat es so mit zarten 15 Jahren tatsächlich angefangen, als ich mir das erste Resident Evil seinerzeit gekauft habe, also was ich ja eigentlich gar nicht hätte dürfen, aber ich habe da zum Glück einen Händler gefunden, der das nicht so genau nahm. Und da ich ja ohnehin schon immer sehr horroraffin war, war Resident Evil für mich natürlich der große Deal sozusagen. Es hat mich wahrscheinlich wie keine andere Spieleserie geprägt und inzwischen kann ich wohl sagen, dass ich Resident Evil, also alleine das Original für die PlayStation, wohl schon circa 60 Mal durchgespielt habe und somit jeden Winkel dieses Herrenhauses wohl in- und auswendig kenne. Okay. Ja. Das ist nicht schlecht. Aber das Schöne ist, wo du das so gerade erwähnst, ich denke mal, für den Großteil der Leute, die jetzt mit Survival Horror angefangen haben, glaube ich, war Resident Evil auch wirklich der Einstieg gewesen. Also egal, wen ich irgendwie kannte, wenn du irgendwie Survival Horror gesagt hast, die alle sofort Resident Evil. Also Das ist wirklich wahr. Resident Evil war letztendlich auch der große Impact sozusagen, mit dem Survival Horror populär geworden ist. Tatsächlich ist Resident Evil aber nicht das erste Survival Horror Spiel gewesen, auch wenn man das fälschlicherweise immer wieder annimmt, aber ich glaube, Clock Tower war es gewesen für Super NES, ne? Oder? Da gab es tatsächlich noch ein Spiel vorher. Das erstaunlicherweise schon viele Elemente späterer Survival-Horror-Spiele vorweggenommen hat. Und zwar war das ein Spiel namens Project Firestart von einer Firma namens Dynamix. Das Spiel ist bereits Ende der 80er für den C64 erschienen. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie viel dieses Spiel eigentlich schon vorwegnimmt von dieser Survival-Horror-Resident-Evil-Formel, obwohl wir es da natürlich mit einer extremst limitierten Technik zu tun haben. Also ein Project Firestart, durchstreift man eben eine verlassene Raumstation und findet die zerfletterten Leichen der Crew eben, und welche Überraschung, man stellt dann fest, oh, da ist eine außerirdische Lebensform, ist sehr von Alien natürlich beeinflusst, extrem sogar, aber es hat eben auch schon kleinere Schockmomente, Gegner, die plötzlich auftauchen, etc., Munitionsmangel kleinere Schockmomente einfach. Ich denke mal, wenn man sich heute anschauen würde, würde man anhand der Grafik Horror kriegen. Ne? Ja, aber wenn man sich so in die späten 80er hineinversetzt, glaube ich, dass das Spiel damals tatsächlich ziemlich gruselig war. Ja, ich meine, nach heutigen Maßstäben ist das natürlich eher harmlos. Das ist natürlich klar, weil ich sag mal, Horrorspiele, ich meine, generell das Horrorgenre ist ja zum Beispiel etwas, was irgendwie mit dem Zeitkreis gerade mitlebt. Zum Beispiel, wenn wir uns heute jetzt eben kurz, wenn ich abschweifen tue, Halloween hier von 78, also den Kinofilm. 78. Ich meine, damals haben sich die Leute wirklich in die Hose gemacht, wo der da lief. Heute natürlich schaust du dir sowas im Frühstücksfernsehen an, weil wir sind ja viel Schlimmeres heute gewohnt.
Und dasselbe auch wie mit Resident Evil. Damals fand ich es wirklich schaurig irgendwie. Und heute, muss ich gestehen, hat es natürlich ein nostalgisches Gefühl irgendwie. Und ich spiele es eigentlich wie jedes normale Spiel. Ich meine, ich kenne natürlich die ganzen Schockmomente. Und das Einzige, was ich nur noch schaurig finde, ist natürlich die schlechte Synchro. Ne? Also die wirklich hier, ja, die einfach echt schlecht ist. Ne? Aber das da muss ich gestehen, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe es damals nicht so empfunden, dass die Synchro schlecht war. Ja, du warst es halt nicht gewohnt. Es gab ja auch bis dato eigentlich sonst überhaupt keine Synchro in Spielen, ne? Also das Einzige, was ich damals an Synchro in Videospielen gewöhnt habe, das war ein It's a Me Mario. Mehr kannte Okay. ich davon nicht. Ich muss halt dazu sagen, Resident Evil war für mich auch gleichzeitig das erste PlayStation-Spiel. Und somit eigentlich auch das erste Spiel, das ich kennengelernt habe, das wirklich über viel Sprachausgabe verfügt hat. Und damals ist mir das so nicht aufgefallen. Also dieser Fremdschämen-Faktor, der kam dann wirklich erst Jahre später eigentlich dazu. Okay. aber ist eigentlich lustig. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist sogar Clock Tower ist ja auch ein Spiel für den Super Nintendo gewesen, was ja ein Horrorspiel war. Und das ist ja von Genau. Capcom gemacht worden. Und eigentlich, wenn man sich das Spiel anschaut, weil da sind ja einige Schlüsselsequenzen, die hast du ja in den späteren Resident Evil Spielen, wie zum Beispiel die Türanimation, glaube ich, die waren auch bei Clock Tower, ne? Oder irre ich mich da jetzt Ich gerade? glaube, das verwechselst du mit Sweet Home. Oh ja, Das war. genau, das war es gewesen. Sorry. Da war nämlich noch was anderes. Ja, deswegen. Ja. Aber Clock Tower, gut, dass du es ansprichst. Clock Tower fürs SNES ist eben auch ein relativ früher Vertreter des Survival-Horror-Genres. Ist eigentlich ja ein Point-and-Click-Adventure in dem Sinne. Aber das Ganze ist wie ein Slasher im Grunde genommen aufgebaut. Also es gibt auch da Schocksequenzen. Vor allem hat das ja auch dieses Modell eingeführt, dass man vollkommen unbewaffnet ist vor dem Antagonisten, also diesen Scherenmörder eben flüchten muss, sich verstecken muss, etc. Das ist ja im Prinzip was man heutzutage auch immer wieder mal in Horrorspielen findet. Okay. Und der Film hat übrigens sehr viele Anleihen bei Dario Argentos Phenomena, also ein Film, den ich im Übrigen sehr empfehlen kann. Aber das ist ein Spiel, muss ich sagen. Also ich kenne es halt jetzt von irgendwelchen Let's Plays, weil es ja in Europa nie erschienen ist. Aber das ist ein Spiel, das finde ich sogar aus heutiger Sicht noch relativ gruselig. Wegen der Atmosphäre einfach. Okay, ich weiß nicht, ob euch das schon mal zum Beispiel aufgefallen ist. Capcom, also Resident Evil, ich meine, Capcom hatte ja mit Resident Evil praktisch das wirkliche Survival Horror, so wie wir es heute kennen, ja gestartet, obwohl eigentlich Alone in the Dark war ja noch davor gewesen, aber Genau. hatte aber nicht so einen großen Einfluss. Und eigentlich ist das, wenn man mal so schaut, bei Capcom Street Fighter 2, ne, das hat die riesengroße Welle der Beat'n'ups in Gang gesetzt. Und Resident Evil hat dann das Survival Horror auf gut Deutsch aus der Taufe hochgeholt. Und dann fing es ja wirklich an, dann gab es ja auch eine Flut von Horrorspielen, ne? Wo ich gestehen muss, das war dann auch so wieder, weil es war ja wieder Resident Evil, weil du hattest viele Namen, also nicht so bekannte halt, ne, die im Fahrtwasser von Resident Evil waren. Aber eigentlich so über die ganze Zeit sind eigentlich nur zwei Namen hängen geblieben. Einmal Resident Evil und einmal Silent Hill. Das ist richtig. Ja. So. Und beides große Serien, die auch zwei völlig unterschiedliche Stile von Survival-Horror etabliert haben. Genau, so das war dann eigentlich so ein bisschen Glaubenskrieg, weil ich glaube, Resident Evil war ja mehr direkter gewesen, mehr actionreicher und bei Silent Hill war es ja Genau. mehr dieses Subtile irgendwie. Also Genau. ich weiß nicht, Patrick, frage ich dich mal, wenn du jetzt, ich denke, du hast ja Silent Hill oder Resident Evil schon mal gespielt, ne? Ja, klar, jedenfalls. Also nicht durch, aber auf jeden Fall mal gespielt. Und welches Genre wäre, sag mal, welche würdest du da hingehen? Würdest du eher in den subtilen Horror gehen oder doch eher in diesen mit, ja, diesen Resident Evil Style Horror?
in diesen trashigen Horror. Okay. Nein. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde den subtilen Horror eigentlich wesentlich interessanter, weil es halt wirklich, also gab auch Silent Hill und dann noch spätere Vertreter wie Forbidden Siren oder Project Zero, das sind halt so Sachen, wo du dich wirklich allein fühlst, ja, wo du halt nicht immer eben die Knarre zückst und schießen kannst. Okay. Und das ist was mich eigentlich sehr reizt, beziehungsweise wo ich sage, wo ich viel mehr Schiss vor hatte. Also bei Resident Evil, wo ich immer noch wusste, ja, zur Not zücke ich gleich meine Waffe und baller drauf los. Und das ist halt bei so subtilen Horrorspielen, das ist halt nicht möglich. Also, und, also findest du es cool, ich sag mal, zu flüchten und dich irgendwie zu verstecken und zu warten, bis der Böse dann weg ist? Das finde ich persönlich eher Horror, als wenn ich den Bösen einfach umnieten kann. Weil das macht für mich diesen Survival-Aspekt mehr aus. Sprich jetzt, also daran hat sich ja auch leider momentan die Resident Evil-Reihe so ein bisschen entwickelt, ja, dass wir dicke, starke Menschen haben, die halt die Zombie-Horden wegballern. Und ich weiß nicht, also so diesen, deswegen, also ich glaube auch zumindest, dass das so, sag jetzt mal, so wirklich billige Spiele wie, deswegen, dass auch so billige Spiele wie Slender funktionieren und zumindest euphorisieren können, weil eben du weißt, es passiert irgendwann, du kannst dem Ganzen aber eigentlich nur aus dem Weg gehen, indem du wegläufst und dich versteckst und du kannst dem Ganzen nicht entgegenkommen. Das ist auch das, wo viele Leute auch Albträume vorhaben, vor etwas, was sie verfolgt und was sie nicht bezwingen können. Also, welches war denn dein erstes Survival-Spiel, also Survival-Horror-Spiel, wo du dann Angst, auch wirklich Angst hattest? Oder weißt du sogar noch den Moment, wo du das erste Mal irgendwie Angst hattest? Boah, ey, jetzt muss ich echt überlegen. Den gab's auf jeden Fall. Also ich glaube, diesen Moment hat ja jeder schon mal gehabt, ne, dass man irgendwo dann stand und sich dachte, boah, scheiße, ich will jetzt da nicht weitergehen. Ja. Ich glaube, es war sogar in einem Project Zero-Teil. Ich glaube, im ersten, den ich dann auf der PS2 gespielt habe, verbotenerweise, da war ich erreicht, ja, da 10, 11 oder so. Und ja, durfte ich halt eigentlich nicht spielen. Ne? Dann ein Freund von mir hatte das aber. Und dann haben wir das dann da halt schön abends bei dem gespielt. Beziehungsweise, was auch sehr richtig, worin ich mich darauf erinnere, war der Alone in the Dark Teil für die PS2. Also New Nightmare war es, glaube ich. New Nightmare, da gab es ganz, das war gleich relativ am Anfang, da gibt es diese eine Szene und ich habe das Ganze halt auch spät abends gespielt und es war Gewitter draußen. Und du läufst da ja durch die Nacht rum, hast ja auch erstmal keine Waffe und läufst da einfach nur durch so ein Waldstück, dann kommt ein Blitz und auf einmal stehen für einen kurzen Moment irgendwie 5 Monster um dich rum und die verschwinden sofort wieder. Dabei gibt es einen großen Knall. Und da habe ich echt gedacht, boah, scheiße, ey, was tust du dir hier an? Und dieses Spiel war ja, glaube ich, sogar ab 12. Das habe ich nie verstanden. Ich habe die USK nicht verstanden, dass so ein Spiel ab 12. Okay. Alone in the Dark habe ich ja noch tatsächlich irgendwann nicht mehr weitergespielt, weil ich einfach zu viel Panik hatte, muss ich gestehen. Ja, okay, ich meine, damals war es ja noch ziemlich jung gewesen. Ich hoffe, deine Eltern hören den Podcast nicht und du dich dann nochmal so rückführend nochmal bestrafen. Nein, natürlich nicht. Okay. Alone in the Dark, Teddy durfte ich damals quasi ja sogar offiziell spielen, da war ich ja schon 12. Nur, wie gesagt, ich konnte nicht verstehen, dass dieses Spiel ab 12 ist. Okay. Also ich weiß zum Beispiel, ich muss sagen, ich habe jetzt bei Resident Evil zwar so ein mulmisches Gefühl gehabt damals, wo ich es gespielt habe, aber es gab eigentlich nur eine Szene, wo ich mich echt erschrocken habe, das war, weil du hattest ja diese Kamerawinkel, die da einfach fest waren. Und läufst du doch diesen Gang entlang und dann springt doch der erste Mal so ein blöder Hund durch das Fenster. Ja, der ist ja mittlerweile legendär. Ja, und ganz ehrlich, und da bin ich echt in dem Moment zusammengezuckt, einen kurzen Moment. Also hatte den Controller da mal noch in der Hand gehabt irgendwie und ich bin echt weggelaufen. Und irgendwie bin ich dann um die Ecke rum und dachte, ah, er folgt mir nicht. Und dann bin ich wieder zurück, hab gedacht, ist er vielleicht weg? Nee, dann waren sie sogar noch zu zweit gewesen. Da hab ich mir gedacht, oh, scheiße, okay, jetzt musst du ballern. Also das war, da habe ich echt einen Moment echt zusammengezuckt. Ja, aber du konntest ja wenigstens ballern. Ja, also ich muss gestehen, ich meine, vielleicht, das liegt vielleicht an meiner Ausrichtung jetzt. Ich habe mir zum Beispiel jetzt, da kommen wir ja gleich zu, die modernen Survival-Spiele gehen ja wirklich mehr jetzt in diese Richtung Resident Evil, dass du einfach mehr wehrlos bist, dass du dich verstecken tust, weglaufen musst und sowas. Und ich muss gestehen, ich komme mir so, dieses Spielgefühl gefällt mir eigentlich gar nicht. Also ich will nicht, dass ich jetzt in einer massigen Zombie-Horde bin und wirklich auch unendlich Muni habe. Das möchte ich auch nicht. So jetzt hier wie Resident Evil Revelations, wo dann so wirklich dieses, wo du schon ein bisschen aufpassen musst mit der Munition.
Und dass du auch öfters überlegen musst, okay, weißt du was, jetzt doch besser, du gehst weg und keine Ahnung, oder weichst dem Kampf jetzt aus. Aber generell, dass du so wehrlos bist, muss ich sagen, das gefällt mir eigentlich nicht so, weil irgendwie ich kann im echten Leben, kann ich mich im Kleiderschrank verstecken, weißt du, bis der böse Mann vorbei, also wegläuft, oder vorbeigeht. Das möchte ich dann nicht spielen irgendwie. Also, wenn ihr mich versteht, was ich meine. Das finde ich irgendwie ein bisschen Ja. blöd, in einem virtuellen Kleiderschrank mich zu verstecken oder unter dem Bett zu liegen und zu warten, bis der Typ eigentlich vorbeiläuft. Also ja, ich finde zum Beispiel, dass der Evil Within da ja eigentlich ein gutes Gleichgewicht gefunden hat. Also da ist es dann tatsächlich auch irgendwo ja auch eine Entscheidung des Spielers bis zum gewissen Grad, ob er jetzt eher auf Stealth macht oder ob er sich brachial durchschlägt. Ich habe mich eher brachial durchgeschlagen. Okay. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, wenn ein Survivor-Horror-Spiel jemanden die Wahl gibt, ob er jetzt da eher sneaky vorgeht oder ob er auch eher den brachialen, offensiven Weg gehen lässt. Jetzt muss ich aber fragen, weil zum Wandel von Resident Evil kommen wir ja gleich, aber hat eigentlich Silent Hill jetzt über die ganze Zeit auch einen Wandel so gemacht wie jetzt Resident Evil, oder ist es eigentlich immer dasselbe geblieben vom Horrorelement? Also ich finde, also ich muss jetzt sagen, ich habe nicht alle Silent Hill Spiele gespielt, aber die meisten, also ich finde, sie sind sich im Grunde genommen ihrer ja, ihrer Linie treu geblieben, aber ja, die Qualität hat meiner Meinung nach schon irgendwann ziemlich nachgelassen. Also ich finde, Silent Hill war bis zum dritten Teil wirklich super. Was danach kam, ja, das hat mich nicht mehr so wirklich überzeugt. Also schon ab Silent Hill The Room war ich dann nicht mehr so wirklich begeistert dabei. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, aber ich fand irgendwie wie gesagt, also zu der Zeit von Silent Hill The Room war auch ein bisschen so eine Ebbe, würde ich sagen, im Survival-Horror, habe ich mindestens, also so irgendwie wahrgenommen. Da waren zwar noch vereinzelt Titel gewesen, aber da war nicht mehr, sie waren nicht mehr so der Verkaufsbringer. Also, weil das hast du ja auch in Resident Evil 4 gemerkt, weil das hat ja dann eine total eine Kehrtwendung ja gemacht gegenüber den vorigen Teilen, ne? Und ich habe Ja. ich hab das auch so als Reaktion von Capcom auch so gesehen, dass das Survival Horror jetzt in so einer kleinen, sich irgendwo festgefahren ist und eigentlich nicht mehr so das brachte, diesen Flair hatte wie vorher, und dass dann dieser drastische Schritt, den dann mit Resident Evil 4 vollzogen wurde. Also ich denke, das kann man mit einem Genre vergleichen, das in etwa zur selben Zeit populär geworden ist wie Survival Horror, nämlich Echtzeitstrategiespiele. Da gab es auch bis Anfang der 2000er einen Boom ohnegleichen. Also da sind ja fast jeden Monat neue Echtzeitstrategiespiele rausgekommen, so wie Survival Horror-Spiele eben auch. Aber ich denke, irgendwann ist der Markt einfach übersättigt und gerade so Mitte der 2000er war es dann ja auch so, dass der langsam aber sicher ja auch Ego-Shooter wieder ganz schwer in Mode kam und ja, da gab es schon eine Flaute oder vor allem kann man einfach auch sehen, dass die meisten Survival-Horror-Spiele eigentlich auch die Formel von Resident Evil letztendlich kopiert haben, weil es wahrscheinlich ja auch der einfachste Weg war. Also so einen subtilen Horror wie bei Silent Hill, das ist schlicht und ergreifend schwieriger zu imitieren Natürlich. als jetzt in Resident Evil, wo dann Jumpscares aneinandergereiht sind und man irgendwelchen Zombies die Schädel wegballert. Genau, eigentlich brauchtest du nur einen dunklen Raum, eine Taschenlampe und eine Knarre und 300 Zombies. So, und fertig war das Horrorspiel. Jetzt. Ja. Und ein bisschen schauerliche Musik. Genau, aber ganz ehrlich, da kannst du auch irgendwie kurz die Putzfrau beim Putzen kannst du ja aufnehmen. Das reicht ja, dann hast du ja dann genug Sound. Ja. So. Nee, aber frage ich euch dann mal, ich denke, habt ihr damals Resident Evil 4 auch so zum Release gespielt? Ich muss ehrlich gestehen, auch wenn mich jetzt die meisten hassen werden,
Ich war nie ein großer Fan von Resident Evil 4. Oh, okay, hey, dann frage ich dich jetzt, Patrick. Also, du hast es dann, denke ich, so zu der Zeit auch gespielt, und warum hat es dir nicht gefallen? Also ich verstehe auch jetzt, dass der Umbruch kommen musste, das war klar und hat ja auch wirklich viel gebracht, gerade für spätere Survival-Horror-Spiele. Ich persönlich kam aber nie mit der Steuerung so gut klar bei dem Resident Evil. Auch mit der Kamera, das war mir viel zu träge alles. Und das ist auch so ein Grund, warum ich jetzt The Evil Within bis jetzt noch nicht gespielt habe, weil mir das sehr, sehr ähnlich zu Resident Evil 4 bzw. 5 vorkam, von der Bewegungssteuerung. Und ja, auch an sich, dieses System, ich kann, also man, das gab es zwar schon bei Resident Evil auch, dass man quasi stehen bleiben musste, um zu schießen, dass man aber jetzt auch noch dabei frei zielen musste mit so einem Controller, das war für mich, ey, boah, nee. Und also ich persönlich, damals war die Kollisionsabfrage vielleicht wirklich bahnbrechend, aber wenn du das jetzt heute spielst, ne, du zielst genau auf den Kopf und triffst die Schulter. Also das ist zum Teil echt ganz, ganz schlimme Kollisionsabfrage in dem Spiel. Und ich bin ganz ehrlich, ich kam da nie über das, glaube ich, vierte oder fünfte Level hinaus. Ich habe dann immer aufgegeben. Ich habe es ein paar Mal neu angefangen, immer aufgegeben. Und Melanie, und bei dir? Wie hast du Resident Evil 4 aufgenommen? Also, ich habe es kurz nach dem Release damals gekauft. Ich muss auch sagen, ich war eigentlich sehr angetan von dem Spiel, allerdings mit einem sehr zwiespältigen Gefühl. Denn ich finde bis heute, dass es ein tolles Spiel ist, dass es tolles Actionspiel ist. Also Action-Adventure traue ich mich da fast nicht mehr zu sagen bei den geringen Rätselanteil. Aber es ist für mich kein Resident Evil. Und es ist für mich eigentlich nicht mal mehr ein richtiges Survival-Horror-Spiel. Und was ich auch wirklich sagen muss, was meiner Meinung nach wirklich stark unterschätzt wird und weshalb mich jetzt auch Resident Evil Revelations und so weiter nicht mehr wirklich überzeugen konnte, das ist die Sache mit der Kameraeinstellung. Also ich finde, es wird völlig unterschätzt, was die starren Kamerawinkel der Resident Evil Spiele, der alten Resident Evil Spiele, was die zur Atmosphäre beigetragen haben. Ja, klar. Also mal war die Kamera zu deinem Vorteil, aber meistens war sie gegen einen letztendlich. Das hat eben auch mit zu dieser Beklemmung beigetragen. Ja, das ist. Außerdem, was Resident Evil 4 angeht. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Resident Evil 1 hätte eine cheesy Story. Okay, aber die Story von Resident Evil 4, die ist doch mal wirklich richtiger Müll. Also dagegen ist ja Resident Evil 1 ein absolutes narratives Meisterwerk. Also. Okay, also ich muss zum Beispiel jetzt gestehen, nach dem zweiten Teil, ich meine, ich habe alle Resident Evil Spiele, bis auf, glaube ich, Code Veronica, habe ich auch alle gespielt, und auch die Lightgun-Dinger da, ja, aber ich muss gestehen, ab dem zweiten Teil, nach dem zweiten Teil habe ich es nicht mehr wegen der Story gespielt. Und das war auch jetzt beim vierten gewesen. Ich muss gestehen, natürlich war es für mich auch kein Horrorspiel mehr. Was ich aber persönlich so ein bisschen beängstigend fand, war, und das war für mich irgendwie, da denke ich immer noch persönlich, also positiv zurück, wenn du da in dieses Dorf reinkommst und diese spanischen Zombies da auf dich losgehen. Ich war erschrocken über dessen Schnelligkeit, und ich weiß noch, wo ich echt in dieses Haus rein bin, hab den Schrank vor die Tür gestellt. Die haben ja versucht, da überall durchzukommen, und ich bin dann echt hoch in die erste Etage, und ich guck so aus dem Fenster raus, und dann siehst du, wie sie die Leiter so hochstellen und wollten durchs Fenster durch. Da muss ich gestehen, da habe ich echt Horror gekriegt, aber ein bisschen anderes, so irgendwie, scheiße, die wollen mir echt ans Leder, und jetzt. Ja, schnell aufs Dach und keine Ahnung. Also, ich fand schon krass, wie schlau die Zombies waren. Das waren Obwohl, ja auch keine also, Zombies, ne? ja, deswegen naja, wollte ich gerade sagen. eigentlich sind es ja keine Zombies, aber das muss man vielleicht auch so im Kontext einfach betrachten, denn in einem Zeitraum, als Resident Evil 4 eben entwickelt worden ist, haben Filme wie 28 Days Later oder
ja auch das Remake von Dawn of the Dead letztendlich ja auch das mit den rennenden Zombies eingeführt oder die rennenden Infizierten, wie auch immer. Also ich denke, das hat schon auch einen gewissen Einfluss auf Resident Evil 4 gehabt. Das kann sogar durchaus sein. Ich meine, ich fand aber auch die taktische Komponente von dem Spiel, ich will es jetzt nicht zu hoch loben, ich meine, es war eigentlich ein gutes Actionspiel, aber es war kein Resident Evil mehr. Aber ich fand die taktische Komponente zum Beispiel schön, dass du die Körperteile auch wirklich anzielen konntest, wie zum Beispiel einer, wenn er eine Fackel in der Hand hatte, konntest du ja in die Hand schießen, dann hat er sie fallen lassen oder eine Dynamitstange oder du wolltest einen Zombie oder Halbzombie verlangsamen, dann hast du ihn einfach ins Bein geschossen. Das fand ich schon cool, das war so eine kleine Revolution irgendwie, weil das hattest du, glaube ich, bei vielen Spielen noch nicht so gehabt, dass du die Körperteile extra anschießen konntest und dann hat dann der Gegner, ist dann langsamer geworden oder hat die Waffe fallen lassen. Das war dann, glaube ich, noch nicht so. Ich finde, Resident Evil 4 war auch quasi der Titel, mit dem das mit diesen ganzen WTF-Momenten so langsam aber sicher angefangen hat. Also Resident Evil 4, God of War und so weiter. Was wir ja heutzutage in fast jedem Videospiel haben, diese WTF-Momente, bei denen irgendwelche riesigen Sachen einstürzen oder man das mit haushohen Gegnern zu tun hat und so weiter. Das ist meiner Meinung nach wirklich mit Resident Evil 4 so ein bisschen etabliert worden und mit God of War natürlich. Und das kannte man vorher ja eher nicht so in Videospielen. Und muss ich auch sagen, das war auch das, was mir negativ hängen geblieben ist bei Resident Evil 4, die Quicktime-Events. Also oh ja. Und ich sag mal so, weil das hattest du bei God of War auch gehabt halt, weißt du, damit du die Monster so richtig schön fertig machen kannst. Und ich kann mich erinnern, das war doch dieses blöde Quicktime-Event, wo du auf dem blöden Fluss bist, mit diesem scheiß, was war's, Seeschlange oder was das war? Diesen Riesenfisch, genau. Das war auch totale Scheiße gewesen. Wenn du aus dem Boot rausgeflogen bist, musstest du ja dann schwimmen in dem Quicktime-Event. Ganz ehrlich, ich bin da x-mal verreckt. Das war so eine Scheiße. Da bin ich gar nicht hingekommen. Oder am Anfang auch, wenn du auf dem Weg zum Dorf bist, oder ich glaube, dann bist du aus dem Dorf raus und dann werfen doch die Einwohner werfen doch dann die Steine da so runter, ne? Ja. Das fand ich auch totalen Bullshit. Das hat, also da muss ich gestehen, das hat dem Spiel, das als hätte man es oben drauf gepackt und es passte nicht irgendwie so. Also, ich fand's nervend. Ganz besonders, du konntest sie ja nie merken irgendwie, weil es waren ja jedes Mal, wenn du kaputt gegangen bist, also draufgegangen bist, waren es ja andere Knöpfe dann beim nächsten Mal gewesen, ne? Damit du es bloß nicht merken kannst, damit du genau weißt, okay, jetzt muss ich das und das. Somit, ich fand es eigentlich nervend. Also, ja, eigentlich blöd. Hat mir auch nicht gefallen. Absolut nicht. Was ich halt mal fragen wollte, was kennt ihr denn jenseits von Resident Evil, jenseits von Silent Hill für Survival-Horror-Spiele? Welche sind euch da irgendwie im Gedächtnis hängen geblieben? Also gerade so Ende der 90er, Anfang der 2000er gab es da ja schon einiges. Patrick? Also mir ist da halt wie gesagt vor allem Project Zero in ein Gedächtnis geblieben. Das war ja das Spiel, wo du durch dieses Geisterhaus nur mit der Kamera bewaffnet gelaufen bist. Genau. Das ist wirklich, also da hatte ich auch echt Schiss vor, das war super. Da gab es ja, glaube ich, dann noch ein oder zwei Nachfolger, die ich leider nie gespielt habe. Was mir noch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, wobei das nicht wirklich ein Survival-Horror-Spiel ist, aber von der Atmosphäre war es gerade, fand ich das zumindest, war es für mich ziemlich auch ein bisschen Survival-Horror. Weil du, wo du gerade eben meintest, dass gerade diese starre Kamera die Atmosphäre bringt, da ist mir direkt spontan eingefallen, der allererste Devil May Cry-Teil. Das sollte ja ursprünglich ein neues Resident Evil werden. Genau. Und so hat es sich auch angefühlt zum Teil. Natürlich bis auf die Tatsache, dass man halt wirklich da sich durchschnetzeln konnte. Aber ich fand gerade der erste Teil war atmosphärisch so super und so auch voller Horrorelemente gespickt. Allein die ganze Zeit diese düstere Musik, diese klar, kurze Glockenmusik. Und wenn du dann das erste Mal unten in diesen Gang kommst und die ganzen Marionetten fallen runter, das war schon wirklich, also ich fand super. Ich fand, das war so eine tolle Weiterentwicklung zu Resident Evil, das Ganze mit ein bisschen mehr Action-Elementen zu versehen. Deswegen ist mir gerade der erste Teil von Devil May Cry da auch noch ziemlich in Erinnerung geblieben. Mir persönlich fällt ein, ich hoffe, ich liege richtig, das war für die PS1 noch, das war Cold 4, glaube ich. Das war doch, wo du da auf so einem Schiff bist.
Das war eigentlich schon PS2. War das PS2 gewesen? Ja. Ich muss sagen, ich habe es nur noch so ein bisschen in Erinnerung, irgendwie so ganz leicht. Ich habe es irgendwie für ein paar Stunden gespielt. Und ich muss gestehen, ich fand die Atmosphäre so cool und auch cool fand ich, dass das Schiff durch den Seegang auch dauernd irgendwie alles sich so ein bisschen veränderte. Also das Level-Design, und es war schon sehr Resident Evil angehaucht. Und irgendwie natürlich, wenn du da oben auf dem Deck warst, da ist da echt das Peitschen der Wasser gewesen, dann hast du den heulenden Wind gehört und sowas. Das fand ich schon, das hatte eine coole Atmosphäre und war mal was anderes. Also nicht immer so dieses Standard, ich bin jetzt im Horrorhaus und keine Ahnung, das war so, sondern das war so, bisschen wie bei dem Film Ghost Ship, wer den vielleicht gesehen haben sollte. Somit, das fand ich ein interessantes Spiel. Aber ich muss gestehen, ich habe es, glaube ich, nie richtig durchgespielt. Somit, ja. Ja, so ein Spiel, das es mir wirklich sehr schwer gemacht hat, das da doch zu spielen, weil ich ja so viel Schiss hatte. Das war Condemned Criminal Origins für die Xbox 360. War ja einer der Starttitel für das System. Ja. Das Spiel, das hat mir wirklich Angst bereitet. Das war ja eines der wenigen Survival-Horror-Spiele, das aus der Ego-Perspektive gespielt worden ist. Und man hat da oftmals irgendwo kurz einen Gegner gesehen, bevor er dann wieder in irgendeine dunkle Ecke verschwunden ist. Und man hat gewusst, irgendwo lauert das Böse und ich muss da jetzt entlang. Und das hat so ein beklemmendes Gefühl einfach ausgelöst. Vor allem ist mir da ein Level sehr in Erinnerung geblieben. Das war in so einem alten Kaufhaus. Ja, in dem eben jede Menge Schaufensterpuppen rumstanden. Naja, unter denen sich dann auch der eine oder andere Gegner drunter gemischt hat. Und das war ganz schauderhaft. Also Condemned war wirklich ein tolles Horrorspiel. Da fällt mir gerade noch ein, und ich denke, das sollte auch nicht unerwähnt bleiben. Einige werden jetzt bestimmt hier nur mit den Schultern zucken. Normalerweise, wie gesagt, das Survival-Horror blieb ja meistens in seiner Ecke, in seiner Sparte. Und eigentlich war es recht selten gewesen, dass dann irgendeine bestehende Serie das Survival-Horror aufgenommen hat und in seine Serie etabliert hat. Und ich finde, da sollte Doom 3 sollte eigentlich nicht unerwähnt bleiben. Obwohl es eigentlich ein klassischer Ego-Shooter war, war es eigentlich auch ein Horrorspiel gewesen. Also ich weiß nicht, ob ihr es gespielt haben solltet. Habt. Ja. Und ich meine das Original Doom 3 noch. Ich meine entweder Taschenlampe oder Knarre in der Hand. Und ehrlich, du warst die ganze Zeit, also hauptsächlich alleine auf dieser Mondbasis, und ich fand, da kam schon Gruselatmosphäre auf. Ich meine, wenn du das fünf Stunden eben am Stück gespielt hast, dann wusstest du gleich genau, okay, um die Ecke, da warten drei Zombies auf dich und fertig. Aber am Anfang war es schon atmosphärisch. Und ich meine, ich hatte jetzt nicht, also weil ich bin ja nicht, bin ein bisschen unempfindlicher, was jetzt Horror angeht, aber. Also ich fand's schon irgendwie cool, und ich fand's cool, dass es so ein bisschen so einen Kniefall gemacht hat vor dem Survival, also praktisch vor dem Horrorgenre ein bisschen. Ja, ich finde gerade bei Doom 3 hat es sich auch wunderbar angeboten. Also ich meine, gut, bei Doom 1 und 2, da wäre das so nicht möglich gewesen, da wirklich so ein Survival-Horror-Spiel draus zu machen. Aber bei Doom 3 waren ja die technischen Voraussetzungen ja schon längst gegeben und da hat es sich ja wirklich absolut angeboten. Und ich meine, das Problem natürlich war jetzt, am Anfang hattest du ja wirklich nur die Pistole und vielleicht echt gerade noch die Schrotflinte. Ich meine, ganz am Anfang war es wirklich auch echt cool, aber je weiter du natürlich gingst, umso mehr hat sich das auch ein bisschen abgefahren, und natürlich, die Waffen wurden ja immer dicker. Da war es eigentlich so gewesen, dass die Zombies und die Gegner Angst vor dir haben müssten, weil du hast es denen gegeben mit Raketenwerfer, keine Ahnung. Somit, also ja. Also, ich meine, wenn man jetzt hier die BFG-Edition spielt, ist es ja eigentlich scheiße, weil du hast ja dann direkt eine Taschenlampe an deiner Waffe dran. Da geht ja eigentlich dieser Hauptflair von dem Spiel geht ja irgendwie flöten. Weil ich war oft manchmal echt nur überlegen, okay, will ich jetzt was sehen oder will ich die Waffe in der Hand haben? Das haben ja einige geliebt, die anderen haben es wieder gehasst. Das war ja so ein Thema gewesen, als das Spiel rauskam.
Ja, schön das Gamma hochstellen, ne? Ja, ach so, auf die Idee bin ich eigentlich nie gekommen, muss ich gestehen. Macht ja auch die Atmosphäre kaputt. Ja, so ein bisschen schon. Aber gehen wir mal einen Schritt eben weiter. Und jetzt kommt es nämlich, weiß jetzt, bin ich gespannt auf eure Reaktion, Resident Evil 5. Weil ich sag mal so, wie mit anderen Sachen, wie ja. Weil ich sag mal so, Capcom hat ja weiter die Serie weitergeführt, sage ich mal so. Und mit Resident Evil 5 ist man ja dann eine ganz andere Richtung gegangen, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, also Resident Evil 5 war ein sehr gutes Koop-Spiel. Das stimmt, aber das war auch das Einzige, was an dem Spiel gut war. Ganz ehrlich, Patrick, das ist lustig, dass du es echt sagst. Das wollte ich genauso sagen. Also es war ein richtig gutes Koop-Spiel. Ja, also zu zweit hat es wirklich richtig Spaß gemacht. Ich habe es mit einem Freund zusammen gespielt, muss ich sagen. Ja, aber Es war super. Es war halt kein Survival-Horror. Es war halt, wir ballern uns zu zweit mal durch. ja, und ich meine, was ich ja cool fand an Resident Evil 5, das war einfach mal das andere Szenario. Nicht, dass es Tag war, sondern es war Afrika und es war mal sowas total Untypisches. Nicht dieses so, weißt du, es ist dunkel und wir sind in der verlassenen Stadt oder in einem Herrenhaus. Es war einfach mal was anderes. Das war mal erfrischend. Aber ja, aber es war ja kein Horrorspiel mehr, so in dem Sinne. Deswegen finde ich, sie hätten es eigentlich nicht Resident Evil nennen dürfen. Es hätte eigentlich, keine Ahnung, eine eigenständige Serie sein sollen. Ja, dann hätte sich wahrscheinlich nicht so gut verkauft. Ja, das stimmt Das ist es natürlich. eben. Was ich nur so traurig finde, fand, und diese Aussage werde ich nie vergessen, von irgendeinem Capcom-Menschen war es gewesen, dass man mit Resident Evil 5, und das hat man dann auch mit 6 auch gemacht, dass man sich bewusst an Call of Duty und sowas orientiert hat, um mehr Mainstream zu werden. Also Da war ich sauer. ja, und ich fand es irgendwie auch so. Ja, was hat doch Resident Evil gar nicht nötig, so sich mit Call of Duty zu vergleichen. Das wäre wie Super Mario würde sich mit Command & Conquer vergleichen, finde ich. Also das sind zwei Paar Schuhe. Resident Evil ist Survival Horror oder Horror einfach und es ist kein, ja, kein Mainstream-Ego-Shooter. So. Ich meine, bei Electronic Arts ist man ja einen ganz ähnlichen Weg gegangen. Dead Space 1 Ja, Dead war Space. ja wirklich Survival Horror Kost vom Feinsten. Also sehr blutiges, splatteriges Survival Horror Spiel. Teilweise ziemlich beklemmt. Bei Teil 2 haben sie den Horror Aspekte dann langsam runtergeschraubt, den Action-Aspekt dafür deutlich in den Fokus gerückt und Teil 3 Ja, ganz hat Schrott. ja eigentlich, das war so ein Schrott, ja, das hat mit Horror und beziehungsweise mit dem ersten Dead Space-Teil ja wirklich gar nichts mehr zu tun gehabt. Ja, das sehe ich genauso. Ich muss gestehen, also den zweiten Teil habe ich auch nur so leicht angezockt und den fand ich auch nicht mehr so gut wie den ersten. Also den ersten fand ich schon eine tolle Atmosphäre. Und auch irgendwie die Idee ganz cool, so die Gegner zu zerschneiden irgendwie, ne? Also nicht immer nur Headshot und weg ist er, sondern Gliedmaßen alle ab, bis die Viecher echt ganz im Arsch sind. Ja, immer noch für mich ein Wunder, dass die USK das durchgewunken hat. Ja, die sahen ja nicht aus wie Menschen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das Na waren ja ja, wirklich gut. Missgestalten, ne? Aber dafür konnte man ja selber auch zerlegt werden. Ja, okay, das stimmt auch. Aber fand ich ja auch mutig von den Entwicklern. Ich meine, Dead Space ist ja zu einer Zeit rausgekommen, wo Survival Horror ja nicht gerade in Mode war, ne? Weil ich sag mal, die hier Resident Evil, der immer so der Peilgeber ist, gerade von dem Dings, von dem, wie es um den Genre so steht, ist dann total in die Action-Schiene gegangen. Und dann kam dann wirklich so ein teilweise subtiles Horrorspiel. Und ich denke, das war auch der Grund, warum es so erfolgreich war, weil der Markt war nicht überfüllt mit Horrorsachen und da war das natürlich eine schöne Abwechslung einfach. Das stimmt. Das stimmt. Also ich war heilfroh, als Dead Space erschienen ist, weil es eben wirklich so ein strahlendes Licht in der Dunkelheit war, in der Zeit, als ja, Resident Evil mich enttäuscht hat, Silent Hill, es in Silent Hill wirklich silent wurde und ja, also mit Survival Horror nicht mehr wirklich viel los war.
Ja, das stimmt. Und also für mich so ein persönlicher totale Tiefpunkt jetzt von dem Survival-Horror, das war dann jetzt auch mit Resident Evil 6, habe ich wenigstens so empfunden. Ja, ich habe die Demo gespielt und ich war so entsetzt. Also ich habe schon nichts Gutes erwartet, muss ich jetzt ganz ehrlich sein, aber die Demo fand ich schrecklich. Patrick wird bestimmt sagen, das war ein gutes Koop-Spiel, richtig? Ja, wobei, das war ja nicht das ganze Spiel so, ne? Also du hattest ja schon die Abschnitte mit Leon, glaube ich, die waren ja schon ein bisschen eher an die alten Resident Evils noch angesiedelt. Also wirklich so durch diese verlassene Universität, glaube ich, da in der Demo konntest du ja gehen. Also ich habe auch nur die Demo gespielt. Und das fand ich schon nicht schlecht. Da habe ich schon gedacht, könnten eigentlich schlecht sein. Und direkt als nächstes kommt natürlich die mit, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, mit den dicken Soldaten, die dann irgendwelche Metallzombies zerlegen. Und ich denke mir so, was ist das? Ich habe mir gedacht, das ist doch eigentlich Gears of War, oder? Ja. Ja, also ich muss ja gestehen, ich habe es damals zum günstigeren Preis habe ich es auch gekauft, weil ich einfach sehen wollte, wohin es geht. Ganz besonders wollte ich aber auch wissen, man hat ja wirklich, man spielt ja so viele Protagonisten. Und ich wollte wissen, wie sie das storytechnisch alles unter einem Hut kriegen. Weil du spielst ja Leon, du spielst ja Chris und wenig alles. Ich muss sagen, ich habe es dann auch durchgespielt im Koop mit meiner Freundin. Es war ein lustiges Koop-Spiel, aber storytechnisch, das ist so eine Scheiße gewesen, ne? So ein Rotz. Also, ja, als Koop-Spiel war es echt nicht übel gewesen. Ganz besonders, da war, da spielst du Leon und ich weiß nicht mehr, wer die Partnerin gewesen ist, aber es war ein Mädel. Ich muss gestehen, da läufst du ja auch durch eine Stadt durch, die mit Zombies infiziert sind. Und ich muss sagen, da kam so ein bisschen Resident Evil 2-Feeling hoch. Irgendwie. Keine Ahnung warum. Das war schon echt cool, wo du echt dann von einer Straßenecke zur nächsten da gerannt bist und hattest wenig Muni gehabt und meine Freundin war zu der Zeit auch mit so einem 3D-Spiel natürlich ein bisschen überfordert. Ich musste die ganze Zeit immer so auf sie aufpassen, ne? Das war eigentlich dann der Horror, dass sie mir nicht drauf geht, weil sie hat immer irgendwie keine Ahnung von lauter Zombies und ach und die hat, ganz ehrlich, die hat überall hingefeuert, nur nicht auf die Zombies. Die hatte den totalen Horror gehabt. Die war auch immer fix und fertig, wenn wir dann gezockt haben. Somit, ja, aber es war storytechnisch und alles, das war echt scheiße. Und ich fand diesen einen Charakter, diesen komischen Terroristen da, den du dann im letzten Drittel spielst, der war auch total unsympathisch gewesen, irgendwie so ein riesen Arschloch. Also, nee. Ja, also das war schon schlimm gewesen. Aber dann kam ja ein kleiner Lichtblick wieder mal hier mit Resident Evil Revelations, weil das war ja richtig schön klassisch gewesen. Und ich weiß nicht, habt ihr es gespielt? Also ich nicht, ich kann dazu gar nicht sagen. Also ich hab's angespielt, ich habe auch immer noch vor, es haben irgendwann durchzuspielen. Soweit ich es spielen konnte, kann ich sagen, dass teilweise das Resident Evil Feeling durchaus wieder hochkommt. Also es ist wirklich irgendwo ein Lichtblick. Allerdings, ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, das mit der Kameraperspektive, das fehlt halt meiner Meinung nach sehr, sehr stark. Ich denke aber auch, die Problematik ist in dem Fall, heute ist das, glaube ich, wenn du ein Spiel machen generell, so ein Spiel machen würdest, jetzt ein Actionspiel oder jetzt ein Horrorspiel mit den festen Kamerapositionen, dann hast du natürlich auch wieder diese Tank-Control. Da wirst du irgendwie nicht drum rumkommen können. Und ich denke einfach, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Ja, aber ich finde, gerade die Tank Control hat ja gewissermaßen auch zum Horror-Feeling Ja, beigetragen, ganz weil besonders. Ich man muss ja. meinen Charakter drehen, um den Zombie hinter mir zu abzuknallen. Da hast du ja wirklich echt eine halbe Stunde gebraucht, bis er mal sich gedreht hat. Okay, ist ein bisschen übertrieben, aber das war schon irgendwie. Also wenn ein Zombie hinter dir war, warst du meistens schon echt fertig gewesen, weil bis du mal rumgekommen bist, das war dann nicht so easy. Wobei, dass es auch ohne diese Tank-Bewegung funktioniert, hat ja auch Devil May Cry eigentlich ganz gut gezeigt. Dazu zwar auch dann mal, dass du kurz korrigieren musstest mit dem Stick, aber ich fand, das war eigentlich ganz okay.
Das stimmt schon. Aber kurze Frage jetzt, weil wie gesagt, wir sind jetzt bei Revelations. Frage ich mich jetzt, frage ich euch beiden, weil ich habe mir Revelations dann diese Special Edition mit dem CirclePad Pro dazu geholt und ich habe es abends auch gezockt. Ich muss gestehen, ich bin nicht der Mensch, der jetzt, das hatte ich auch, weil ich hatte das erste Resident Evil Deadly Silence auf dem DS. Da kommt keine Atmosphäre auf, genauso wie bei Revelations. Revelations ist ein gutes Spiel und es ist ein klassisches Resident Evil, aber auf dem Handheld kommt Horror einfach nicht rüber, so wie auf der Heimkonsole. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich hab noch. Oh. Deshalb habe ich Revelations auch auf der Wii U. Oh. Okay. Und Patrick, und wie ist das bei dir? Boah, ehrlich gesagt habe ich noch kein Survival-Horror-Spiel auf dem Handheld gespielt. Okay. Von daher, aber ich glaube schon, dass da ziemlich viel Atmosphäre flöten geht. Ich denke, das ist einfach viel zu, du sitzt viel zu starr und ich kann es gut nachvollziehen. Ich glaube, ich hätte auch nicht viel Spaß dran. Helf mal schnell. Was mir gerade einfällt, ich finde eine Serie, die auch noch erwähnt werden sollte, ist ja, ach, wie heißt das nochmal? Das ist doch auch so ein ho japanisches Horrorspiel, wo du doch mit der Kamera, da bist du doch so ein Mädchen, die Zombies fotografieren muss irgendwie. Forbidden, ach so, wo du aus der Sicht der Monster siehst oder wo du die Geister Wo fotografieren du die musst. Geister Ja, fotografieren musst, das ist ja, Project Zero. das ist Project Zero, Ah. beziehungsweise in Japan heißt das Fatal Frame. Fatal Frame, genau, wollte ich so sagen. Das ist ja eigentlich auch wirklich, ich glaube, da kommt ja auch ein Teil für die Wii U raus. Genau. Oder der ist schon draußen, weiß ich gar nicht so genau. Aber ich denke mir, da ist das Gamepad wirklich richtig gut angebracht. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sehe da schon Patrick, weißt du, wie er durch die Wohnung wuselt, weißt du, mit dem Gamepad in der Hand. Wo sind die Geister? Wo sind die Geister? Ja. He slimed Aber um kurz eben, weil ich sag mal so langsam, das ist mein Empfinden, was das Survival Horror angeht, sind wir ja wieder so ein bisschen auf einem Hoch. Ne? Also das Tief, dieses Tal haben wir ja verlassen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen auch, also mittlerweile ist auch sogar Survival Horror wirklich, wenn man so sagen kann, im Mainstream angekommen. Was halt ganz gut The Last of Us, finde ich, gezeigt hat. Also kaum ein PlayStation-Spieler ist an The Last of Us vorbeigekommen. Oh, okay. Und also denke ich mal, also ich habe es jetzt auf der PS4 nachgeholt gehabt. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ja, Ja. ich hab's relativ kurz nach dem Release auf der PS3 gekauft. Ja, und ich muss sagen, also was Naughty Dog halt da abgeliefert hat, ist auch eine super Mischung gewesen aus Survival Horror und Action Spiel. Also Hut ab. Mit großartigen Charakteren, einer tollen Story. Also, The Der guten Last of Synchro. Us, gute Ja, Synchro, das ja, stimmt. gibt's auch nicht immer. Aber auf jeden Fall ein großartiges Survival-Horror-Spiel, vielleicht sogar eines der besten, und ein Spiel, das mich teilweise wirklich tief berührt hat. Das stimmt. Aber ich bin gerade erschrocken irgendwie. Normalerweise merke ich es recht schnell, was für ein Genre ich da spiele. Ich hätte jetzt Last of Us als, ja, Action-Adventure irgendwie. Ich hätte es jetzt nicht als Horrorspiel dahingestellt. Also. Echt? Also Also es hat doch wirklich auch viel von der Resident Evil Serie. jetzt, wo du es so sagst, da gebe ich dir recht, aber wo ich es gespielt habe, es hat mich nicht gegruselt und ich meine, es war ein richtig gutes Spiel. Ich weiß Oh, nicht. das hatte ich nicht. Ja, gut, du hast ja gerade eben gesagt, du bist eh nicht so Ja. empfindlich dafür. Aber ganz ehrlich, als ich das erste Mal in diesen unterirdischen Tunnel gegangen bin und diese Klicker kamen, boah. Oh ja, vor denen hatte ich auch Schiss. Boah. Also wirklich. Ganz ehrlich, muss bei euch nur das Licht ausmachen, mal Buch rufen Nee, bei The Last of Us war es tatsächlich, wenn ich schon gesehen habe, scheiße, es kommen Sporen, da wusste ich schon, oh Gott, jetzt gleich kommen sie Ja, wieder. genau. Ich fand das manchmal bei den Klinkern so ein bisschen nervig irgendwie. Ich so, oh, jetzt kommen die schon wieder, scheiße. Also, okay, aber ich seh schon, ich bin da wohl ein bisschen abgestumpft in der Richtung. Also, nee, aber wenn es in das Genre der Survival Horror ist, glaube ich, muss ich nochmal die PS4-Version nochmal nachzocken. Dann bin ich mir ja bewusst, dass es Survival Horror ist. Vielleicht grusel ich mich ja dann irgendwie. Ich meine, es ist ein super, super Spiel und auch ein tolles Ende. Somit, ich fand aber auch eigentlich irgendwie, weil der Fokus so stark auf die Charaktere war, war es für mich so eigentlich so wenig, ganz, ganz wenig Survival Horror. Weil normalerweise beim Survival Horror sind ja
ist ja der Horror mehr so im Vordergrund irgendwie. Ja, also wäre The Last of Us ein Film, dann würde man wahrscheinlich von einem Horror-Drama sprechen. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich. Somit und ich denke, wir sollten ja nicht jetzt kurz, weil wir ja auf dem Hoch so sind. Ich glaube, sie wie Evil Within. Ich persönlich habe es noch nicht gespielt, aber das ist ja von dem Resident Evil Macher von Shinji Mikami, glaube ich. Mikami, Genau. genau. Und das hat ja eigentlich ziemlich gute Wertungen bekommen, soweit ich das gesehen habe. Und ja, und ich glaube, bis jetzt eigentlich so, abgesehen von The Last of Us, ist es so echt der Höhepunkt in dem jetzigen Hoch von den Survival-Spielen, glaube ich. Survival-Horror, sorry, Spiele. Oder sehe ich das falsch? Also, ich habe Evil Within durchgespielt. Und ich muss sagen, also mich hat das Spiel voll überzeugt. Also es gibt auch Leute, die das Spiel kritisch sehen, die der Meinung sind, es würde zu wenig Horror bieten oder andere finden auch, es bietet zu viel Horror, wie auch immer. Also mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das ist brutal, hat sehr, ja, wie soll ich sagen, kranke Ideen teilweise, teilweise sehr gruselige Locations, der Paniklevel ist bei manchen, gerade bei manchen Bosskämpfen auch ziemlich hoch. Also ich finde, man erkennt auch wirklich die Handschrift von Shinji Mikami. Und man merkt, wenn man Resident Evil Revelations 2 im Vergleich spielt, dass bei Revelations 2 eben Shinji Mikami halt schon schmerzlich fehlt. Denn das hat mich weit weniger beeindruckt als jetzt die Evil Within. Also ich muss ja sagen, ich habe ja Revelations noch neulich mit meiner Freundin durchgespielt. Ich muss ja gestehen, es war okay gewesen, aber du merkst eigentlich, dass es gar keine Innovation hatte irgendwie. Die einzige Innovation, die ich vielleicht fand, war, wo du so einen Typen da sagen konntest, du musst hier jetzt bohren. Das war irgendwie das, was bei mir hängen geblieben ist, muss ich sagen. Und sonst eigentlich, ja, so ein gutes Koop-Spiel. Das ist es. Also Horror, selbst meine Freundin hat sich nicht gegruselt. Normalerweise, die ist so ängstlich, du musst den Kühlschrank nur aufmachen und die schreit die ganze Bude zusammen. Somit, bei der hat es auch nicht gegruselt. Somit, aber die Frage ist natürlich, was erwartet uns am Horizont irgendwie? Geht es noch weiter? Weil, sind wir mal ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber das Survival Horror hat ja eigentlich generell ein Problem, sondern nämlich das Survival Horror. Problem ist, Innovation kannst du in dem Genre eigentlich nicht erwarten, weil es ist Horror irgendwie. Also du kannst ein paar Modifikationen machen. Die Zombies laufen schneller, du bist mal in der Wüste, dann bist du in einem Herrenhaus, aber am Ende ist es eigentlich immer dasselbe. Ja, also ich denke, großartige Innovationen wird man jetzt auch nicht allzu schnell mal erwarten können. Also was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, dass es in Zukunft mehr Spiele geben wird, die so an Slasher-Filmen angelehnt sind. Also es wird ja gerade ein Spiel zu Freitag der 13. entwickelt, dann dieses Spiel für die PS4, wie heißt denn das jetzt? Mir fällt der Name gerade nicht ein, also was auch so aufgebaut ist wie so ein Teenie-Slasher. Mir fällt es gerade nicht ein. Okay. Auf jeden Fall ist da auch was in der Entwicklung, was irgendwie in so einer verschneiten Hütte spielen soll oder so ähnlich. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass dass jetzt mehr eben so in diese Slasher-Richtung gehen wird. Da gibt es ja noch relativ wenige Vertreter. Aber großartig mit Innovationen rechne ich jetzt auch nicht. Was mir persönlich gerade eingefallen ist, ich weiß nicht, ob das eine coole Idee ist. Normalerweise ist es ja so, bei den Horrorspielen oder Filmen ist man ja immer so das Opfer. Oder man sieht halt, dass man da gejagt wird. Ich glaube, das wäre mal eine innovative Sache, wenn es andersrum wäre, wenn man der Mörder ist.
Ja, würde wahrscheinlich ähnlich erscheinen. Hey, da würde sich die BPJM sehr freuen. Wäre natürlich aber mal eine interessante Dings. Oder stellt euch vor, es wäre irgendwie so ein MMO-Style. Da ist wirklich hier Patrick, ist der so hier der Rasenmähermann, sage ich jetzt mal hier, mit der Kettensäge, weißt du? Und du bist dann in einem Herrenhaus mit 15 anderen, die irgendwo da verbunden sind. Und du bist die da am Jagen. Ich glaube, die, weil du bist ja wirklich ein Denkender. Also ganz besonders, wenn da ein Raum ist und da sind dann zwei Schränke, da wirst du bestimmt nicht Schrank A auslassen, guckst nur in Schrank B rein, sondern du bist richtig gründlich, weil du willst ja um die Ecke bringen, weil ein Computer, KI, ist ja berechenbar in einer gewissen Weise. Somit, ich glaube, das wäre schon richtig cool, denke ich mal. Ja, dann solltest du mal deine Idee ganz schnell an einen Publisher schicken. Okay. Nämlich noch ziemlich gut. Okay. somit denke ich, soll mal langsam mal so zum Ende kommen. Also ich hoffe, dass das Survival Horror noch ein bisschen bleiben tut. Ich meine, dass es am Ende irgendwann mal wieder tief geben wird, das ist klar, das ist mit jedem Genre. Aber ich hoffe mal, dass das da noch gewisse Impulse sind, die nachbleiben, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Also wer weiß, vielleicht wird ja doch noch was aus den neuen Zeilen. Oder hey, mit Resident Evil 7 kommt die totale Kehrtwendung und... Ja, genau. Ja, wer weiß, ne? Ich denke, so einen Hype wie in den 90ern werden wir nicht mehr erleben, aber ich denke, das Survival-Horror-Genre wird einfach als eine feste Größe unter den Genres gleichberechtigt weiter existieren. Ich denke auch, es funktioniert ja, also man sieht es ja schon, wir haben in letzter Zeit so viele auch AAA-Spiele gesehen, wie jetzt noch Alien Isolation fällt mir ein. Ja. Outlast war ziemlich populär und also ich denke mal, aussterben wird es nicht. Inwieweit wir halt noch Innovationen sehen, das wird die Zukunft zeigen. Man denkt ja immer eigentlich, das ist bei mir zumindest so, man denkt irgendwie bei jeder Konsolengeneration, ja, viel besser kann es ja nicht mehr werden und dann setzt der ein oder andere Publisher X doch noch einen drauf. Hoffen wir es. Ja, dann denke ich mal, machen wir dann für heute mal Schluss. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Das war ein gutes Koop-Spiel. Ja, genau. dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann wieder mal so ein bisschen über gewisse Spieleserien lästern tun. So. Ach ja, wenn ich das noch kurz sagen darf. Und wenn ihr heute noch irgendwie Appetit bekommen solltet, dann versucht es doch mal mit einem Chill-Sandwich. Lol, ja genau. Stimmt. Mein Gott. So, ja, dann hoffe ich mal, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und dann hört man voneinander. Okay. Tschüss. Ciao.